Hallo meine Lieben, ja, da bin ich wieder. Heute erst am Mittwoch und das hat einen ganz einfachen Grund. Mein Schatz hat jetzt momentan Urlaub und ja, deswegen bin ich da einfach auch ein bisschen mehr eingebunden und nicht ganz so viel halt hier auf YouTube. Aber ja, was gibt es heute? Heute gibt es eigentlich ein kleines Shopping-Haul-Video. Wir waren gestern nämlich ein bisschen unterwegs, haben da ein bisschen eingekauft. Und auch im Internet habe ich ein bisschen was eingekauft und ich dachte mir so, ja, das wäre doch eine gute Gelegenheit, euch das mal zu zeigen. Also es ist ein kleiner Mix aus dem, was ich halt gestern mitgenommen habe und was ich im Internet gekauft habe. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Zwei neue Mangas habe ich mir gestern mitgenommen. Und zwar Band 2 und Band 3 von Love Life School Isle Diary. Ich war am Anfang ja echt ein bisschen skeptisch, da es ja ein Anime ist, wo es um Idols geht, mit Singen und Tanzen, ob das auch in Manga-Form funktioniert. Aber ich habe den ersten Band halt gelesen und muss sagen, ja, es funktioniert. Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist dieser unterschiedliche Stil hier auf den Covern. Weil hier ist auch eine ganz andere Schriftart irgendwie als hier. Und das finde ich ein kleines bisschen seltsam. Aber gut. Wie dem auch sei. Das war das Erste. Dann, ja, was habe ich noch mitgenommen? Einige von euch haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Ich bin ein großer, großer Fan von Doctor Who und habe dann beim Mediamarkt gestern das hier entdeckt. Und zwar, es handelt sich um ein Spin-Off. Die Serie heißt Class. Das ist Staffel 1. Die Serie spielt in der Coal Hill Schule. Leute, die Doctor Who kennen und sehr gut kennen, wissen, was es mit dieser Schule auf sich hat. Ich sage nur so viel für die, die es nicht kennen, diese Schule hat eine ganz besondere Bedeutung im Doctor Who-Universum. Und ich glaube, ich werde demnächst auch mal so ein kleines, es wird wahrscheinlich etwas umfangreicher sein, aber mal ein Video machen, wo ich euch Doctor Who vielleicht einfach mal versuche, ein bisschen vorzustellen, für diejenigen, die gar keine Ahnung davon haben. Und ja, das hier ist eine achteilige Serie. Es dreht sich halt um eine Schule, wo es einen Schüler gibt, der ein Außerirdischer ist. Und eine seiner Lehrerin ist, ja, hier steht nur seine Vertraute. Was es mit ihr auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Der Doktor aus Doctor Who hat jedenfalls einen Gastauftritt. Und ja, ich bin gespannt. Ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Serie auf Deutsch synchronisiert worden ist und offensichtlich auf One gelaufen ist. Das kann aber auch daran liegen, dass ich generell momentan eigentlich so gut wie überhaupt keine Serien im Fernsehen gucke, sondern meistens wenn, entweder auf DVD oder Blu-ray. Aber ich bin gespannt, wie dieses Spin-Off ist. Es gibt ja schon ein anderes Spin-Off von Doctor Who. Und es gibt mehrere eigentlich. Es gibt ja The Sarah Jane Adventures, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Und es gibt auch Torchwood, allerdings Torchwood ist nicht ganz so mein Fall, muss ich sagen. Daher bin ich gespannt, wie Class ist. Schauen wir mal. Ja, dann zu dem, was ich mir aus dem Internet gekauft habe. Und zwar, ich habe mir 3 Spiele gekauft für die PlayStation 3. Ja, ja, einige wissen es vielleicht nicht, aber ich spiele auch leidenschaftlich gerne. Und das sind einfach Spiele, die ich mir schon längst mal kaufen wollte und die ich jetzt halt für, ich sage es mal, relativ günstiges Geld gefunden habe. Und zwar sind es 3 Spiele aus der Atelier-Reihe. Und zwar ist es einmal Atelier Rorona, The Alchemist of Arland, und das ist die Plus-Version. Also ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und viele Leute haben gesagt, man sollte sich die Plus-Version kaufen, weil die besser ist als die ursprüngliche. Das Cover-Design ist auf jeden Fall schon mal super toll. Ich habe schon Spiele aus dieser Serie gespielt, und zwar die, die es damals für die PlayStation 2 gab, die Atelier Iris-Spiele. Davon gab es auch insgesamt 3. Die kenne ich also schon und ja, bin sehr gespannt, wie diese hier sind. Es gibt ja auch noch mehr für die 3 und es gibt ja auch schon welche für die 4, aber fangen wir mal nach und nach an. Und ja, aus der ganzen, es ist also eine Reihe von 3 Spielen, dann natürlich noch das zweite, Atelier Totori, The Adventurer of Arlan. Auch
Das Cover finde ich hammerschön. Und dann natürlich noch das dritte aus dieser Reihe. Atelier Meru, The Apprentice of Arland. Genau. Und ja, ich bin mal gespannt, weil japanische RPGs mag ich total gerne. Also ich liebe auch Final Fantasy zum Beispiel total. Ich mag diese Tales of-Reihe total gerne. Und alles, was irgendwie im entferntesten damit zu tun hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir nicht ganz so gefällt, sind so Spiele, die rein aus Standbildern mit Texten bestehen. Also ich habe nichts dagegen, wenn das im Spiel vorkommt, aber es gibt auch Spiele, die bestehen fast nur aus sowas. Und das ist nicht ganz so mein Fall. Aber ich bin mal gespannt, wie es in Arland vonstatten gehen wird. Und ja, das zu den Sachen aus dem Internet. Und dann war ich noch beim Toys R Us gestern. Und ja, ich konnte es nicht lassen. Ich habe mir eine Ever After High gegönnt. Ein großes Argument war erst einmal der Preis, weil die heruntergesetzt war auf 15 Euro. Es ist eine von den ewiger Winterpuppen. Ja, tatsächlich. Und zwar ist es Blondilocks. Und ich habe Blondilocks genommen aus zwei Gründen. Erstens, weil ich finde, dass ihr Gesicht eigentlich noch wirklich am besten aussieht von den ewiger Winterpuppen. Und zweitens, sie ist die einzige ewiger Winter, die keine modellierten Leggings hat, sondern noch die ganz normalen Beine. Ja, sehr schön. So viele gab es auch gar nicht mehr. Es gab noch Crystal Winter, aber die habe ich ja schon. Es gab noch Madeline, die mir vom Gesicht eigentlich auch ganz gut gefällt. Nur da stören mich halt diese modellierten Leggings. Aber das wäre noch so eine, wo ich sagen würde, ja, die würde ich mir auch noch kaufen. Und Briar Beauty hatten sie auch noch. Aber da muss ich sagen, Briar Beauty sieht vom Gesicht her so ein bisschen nach Schlaganfall aus. Und tut mir leid, aber ich verstehe immer noch nicht, warum die Puppen nicht so aussehen wie hier auf diesem Foto, wo sie ihre normalen Gesichter haben. Ich begreife das einfach nicht. Ich meine, gut, Crystal Winter sieht ein bisschen aus, als hätte sie in die Zitrone gebissen auf dem Foto, aber gerade Apple, muss ich sagen, finde ich, sieht hier viel, viel besser aus. Dieses creepy Mega-Lächeln, was ihre ewige Winterpuppe hat, ist gruselig. Also die kaufe ich mir definitiv nicht. Aber gut, bei Blondie konnte ich dann halt einfach nicht Nein sagen. Und ja, bevor ihr jetzt fragt, von ihr gibt es definitiv eine vernünftige Review. Also gar keine Sorge. Naja, ansonsten ne, keine Bürste, kein Ständer. Das kennen wir. Aber deswegen habe ich da gesagt, okay, 15 Euro ist dann wirklich ein vernünftiger Preis. Und das war es im Grunde auch schon. Also ja, ansonsten habe ich jetzt gar nichts so Grandioses weiter gekauft. Also ich war eigentlich sehr zurückhaltend gestern, sage ich mal. Und auch die drei Videospiele, die sind, habe ich alle für, also jedes für unter 10 Euro gekriegt. Die sind auch nicht neu, die sind halt alle gebraucht, aber ich habe schon gesehen, die Discs sind in Ordnung und es ist alles noch mit dabei, die Anleitungshefte und auch die Verpackungen, die Hüllen sind gut. Also überhaupt kein Drama, von daher vollkommen okay. Ja, gut, das war mein kleines, ja, wie sollen wir es nennen? Urlaubs-Shopping-Hall, Sommer-Shopping-Hall, keine Ahnung. Wie es dann letztendlich heißt, seht ihr im Videotitel oben. Ich denke mir da einfach was aus. Und ja, wie gesagt, freut euch auf die Review zur Blondilocks von Ewiger Winter. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zugucken. Und ja, wir sehen uns dann demnächst in weiteren Videos. Ich denke, dass ich schon das immer wieder einschieben kann, wenn ich die Zeit dafür finde. Also ich werde euch nicht abhanden kommen. Keine Sorge. In dem Sinne, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Bis dahin, macht's gut.